Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Lühmann, dass Sie lieber hinter den verschlossenen Türen des Ausschusses diskutieren wollen, ist mir klar, weil Sie dann Probleme haben, nämlich Ihre Position ordentlich zu begründen. Meine Damen und Herren, es gab Zeiten, da konnte man nach der Bahn die Uhr stellen. Wenn man heute mit der Bahn unterwegs ist, ist das leider die glaubwürdigste Ausrede fürs eigene Zu-spät-Kommen. Ich finde, das können wir uns nicht länger leisten. Vertrauen, meine Damen und Herren, Vertrauen ist eigentlich die wichtigste Währung, die ein Unternehmen haben kann. Und Vertrauen wird verspielt. Das Vertrauen der Fahrgäste in die Leistungsfähigkeit der Bahn wird verspielt. Ich habe den Eindruck, das Vertrauen der Bahnmitarbeiter in ihr eigenes Management, in ihren Vorstand wird verspielt. Und wie man ja seit dieser Woche auch weiß, gibt es auch im Vertrauen zwischen Bundesregierung als Eigentümer und Bahnvorstand einen richtigen Knacks, meine Damen und Herren. Und das wird auch durch Symbolpolitik und hektische Frühstückstermine nicht geteilt, Herr Ferlemann. Ich frage mich ernsthaft, wie man in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken möchte, dass man bei Frühstücksterminen in anderthalb Stunden bei vielleicht Orangensaft, Nutella, Croissants alle diese Probleme löst, die im Moment das Chaos bei der Bahn verursachen. Das ist keine Handlungsfähigkeit, das ist PR-Aktionismus, Herr Ferlemann. Und meine Damen und Herren, ja, die Situation ist frustrierend. Wenn nur 3 von 4 Fernzügen der Deutschen Bahn noch pünktlich ankommen, und da ist ja alles rausgerechnet, was bis 6 Minuten Verspätung hat, alles rausgerechnet, was überhaupt nicht erst losfährt, dann kann uns das doch nicht egal sein. DB Cargo als Beispiel. Wir haben ein Wirtschaftswachstum jetzt seit Jahren. Und trotz dieses Wirtschaftsbooms schafft es DB Cargo, von Jahr zu Jahr weniger zu transportieren. Das ist keine befriedigende Situation. Und das können Sie auch nicht schönreden, Frau Lühmann. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Situation der Deutschen Bahn so ein bisschen unserer Fußballnationalmannschaft ähnelt. Vor einigen Jahren ist jeder, der diese Mannschaft betrachtet hat, mit Ehrfurcht und Anerkennung aufgetreten. Mittlerweile nur noch Mitleid, meine Damen und Herren. Das haben auch die vielen fleißigen Mitarbeiter der Bahn nicht verdient. Wir wollen eine Bahn, die wieder Spitze ist, die ein Aushängeschild dieses Technologiestandortes Deutschland ist. Die Spitze ist, was Pünktlichkeit betrifft, Spitze bei Kundenservice, Spitze bei technischen Innovationen. Und da reichen eben auch keine kosmetischen Korrekturen. Da muss man über eine Bahnreform 2.0 nachdenken, meine Damen und Herren. Da unterscheiden wir uns übrigens auch von den Linken, weil Sie wollen ja zurück zur Staatsbahn. Also Sie wollen eine Art volkseigenen Betrieb auf Rädern. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein Irrweg. Sie landen damit in der Sackgasse. Was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist eine langfristige Investitionsoffensive, und zwar über die nächsten 10 bis 15 Jahre. Wenn unsere Nachbarn ein Vielfaches pro Kopf und Jahr investieren, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir zurückfallen. Und das kann man auch nicht mit wenigen Jahren in Ordnung bringen. Herr Ferlemann, Sie präsentieren ja hier jetzt ganz neue Vorschläge. Sie sind, glaube ich, seit 2009 parlamentarischer Staatssekretär. Was haben Sie denn eigentlich in den letzten 10 Jahren gemacht? Vielleicht hätte man da schon mal beginnen können. Wir glauben, dass Kundenfreundlichkeit auch Wettbewerb braucht. Wir erleben das im Güterverkehr, im Personennahverkehr. Warum nicht auch im Fernverkehr? Ich glaube, es ist klug, das Netz herauszutrennen aus dem DB-Konzern und dafür zu sorgen, dass Anbieter einen diskriminierungsfreien Zugang haben. Wenn wir nach Italien, nach Tschechien blicken, dort funktioniert Wettbewerb gut, die Kunden profitieren, mehr Service, niedrigere Preise. Auch das könnte ein Ansatz sein, um mehr Kundenfreundlichkeit zu erreichen. Ich glaube auch, die Bahn intern muss einiges machen. Organisationschaos, also dass im Digitalzeitalter nicht angezeigt werden kann, wenn ein Zug in einer falschen Wagenreihung hereinfährt, das leuchtet mir nicht ein. Dass die neueste Strategie die Pofalla-Wende ist, dass der Zug gar nicht mehr sein Ziel erreicht, sondern vorher wendet, wird wahrscheinlich nur noch getoppt von der Pofalla Quadrator. Da fährt der Zug aus der Wartungshalle raus und gleich wieder zurück, dann ist er garantiert nicht zu spät. Meine Damen und Herren, wir müssen in die Bahn investieren, als Bund, aber ich sage auch, es muss einen Eigenbeitrag geben. Deshalb macht ein Verkauf von Arriva und Schenker Sinn, weil zumindest mit dem Teil dessen, was wir daraus erzielen, eine Investition gestemmt werden kann, die wir bei Digitalisierung dringend brauchen. Lieber eher als später. Und wo soll das Geld herkommen? Sie haben bisher keine schlüssige Antwort darauf gegeben. Herr Kollege. Natürlich wirtschaftlich, meine Damen und Herren, ich komme zu meinem letzten Satz. Ich glaube, es müssen jetzt die Hausaufgaben gemacht werden. Man kann es nicht länger auf die lange Bank schieben. Die Bahn kann ein hochattraktives Angebot für die Fahrgäste, für die Unternehmen unterbreiten. Aber dafür müssen Sie jetzt auch den Mut haben, die Weichen richtig zu stellen.